Vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung. Ich bin auch noch im BUND Stuttgart, zweiter Vorsitzender. Es geht ja bei dieser Frage Digitalisierung um ein ganzes Bündel in der Zukunft der Gesellschaft. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen gibt ein Papier raus, ist meine Radikalität klein dagegen. Die schreiben, die Digitalisierung ist der Brandbeschleuniger der Klimakatastrophe, wenn sie als Geschäftsmodell der Industrie verwirklicht wird. Die sagen, wir brauchen endlich eine breite politische Debatte darüber, was ist die Digitalisierung, wohin führt sie und wie muss der Staat regulatorisch eingreifen. Sie sagen, im Augenblick kann die Industrie tun und lassen, was sie will. Wir erleben das in Stuttgart. Und zu diesen gesellschaftspolitischen Fragen, was ist eigentlich das Hauptziel der Digitalisierung, die Antriebskraft, habe ich eine Analyse zusammen mit dem BUND und einem Informatiker geschrieben, die können Sie erwerben. Und diese Analyse lässt sich zusammenfassen, die Triebkräfte sind, die Digitalisierung wird derzeit hauptsächlich durchgeführt für das autonome Fahren, dafür ist 5G da, für das Internet der Dinge, dann wird das komplette Militär, die Bundeswehr, wird digitalisiert, also das digitalisierte Gefechtsfeld in Echtzeit, das Panzerbataillon Munster ist da das Erprobungsbataillon und natürlich die digitale Verwaltung, wo Sie sehen, Estland ist da so ein Vorreiterland. Die Digitalisierung mit 5G ist nicht in erster Linie, damit der Nutzer schnelleres Internet hat. Das reicht eigentlich das LTE. Also die Digitalisierung ist für neue Geschäftsmodelle da. Das habe ich auf dem vorletzten Vortrag hier ausführlich vorgestellt. Aber die Hauptschlagader der Digitalisierung ist Breitband, also Glasfaser und 5G, also die mobile Echtzeitkommunikation läuft über Glasfaser und hauptsächlich mobil über 5G, weil 5G kann in Echtzeit den Datenaustausch bewerkstelligen. Und jetzt wissen wir aus der Forschung schon lange, dass diese Strahlung Risiken beinhaltet. Wir alle haben mit dem Handy ein Funkgerät. Ganz einfaches Funkgerät, durch die Halbleitertechnik war das ab 1990 ungefähr möglich, dass man Handys herstellt und jeder hat ein Funkgerät. Und Sie sehen, der Funk um 1900 hat Marconi den Funk erfunden. Er hat entdeckt, dass man über elektromagnetische Wellen Daten übertragen kann, also auch Sprache. Und ganz rechts sehen Sie das erste tragbare Handy eigentlich bei der Berliner Polizei 1932. Auch hatten damals Firmen den Namen zum Beispiel Telefunken. Also das Radio ist ja auch Funk. Also eigentlich eine junge Technik, erst 120 Jahre alt. Und heute ist sie zum Gebrauchsgegenstand geworden. Sie sehen die Mobilfunkmasten, die Smartphones, Wi-Fi-Spiele, der Router zu Hause. Sie alle laufen über Funk, über sogenannte nicht ionisierende Strahlung. Zu meinem Vortrag. Ich werde zunächst über die Quellen der elektromagnetischen Felder reden, dann das elektromagnetische Spektrum und wie funktioniert das Mobilfunknetz, damit Sie eine Grundlage haben, was eigentlich die Problematik ist. Dann welche Forschungsergebnisse gibt es? Welche gibt es speziell zu 5G? Was gibt es für Forschungsergebnisse zu den Endgeräten? Was sagen politische Institutionen? Es wird Sie erstaunen, was Europarat, Europaparlament dazu sagt. Wie kann man sie schützen? Und es gibt Alternativen. Wir sind in der Lage, dass wir heute diesen Mobilfunk nicht abschaffen können. Es ist genau wie beim Auto. Ich kritisiere den wahnsinnigen Autoverkehr. Und wir fordern eine intelligente Mobilität. Wie die aussieht, wird gestritten. Wir kritisieren den Flugverkehr, der unser Klima zerstört.
des Billigflug. Wir fordern eine andere Mobilität, ein anderes Reisen. Und so kritisieren wir die Mobilfunktechnologie und schlagen auch Alternativen vor. Wir sagen allerdings, diese nicht ionisierende Strahlung, die Mikrowellenstrahlung, ist grundsätzlich gesundheitsschädlich. Eigentlich hätte sie nie eingeführt werden dürfen. Warum? Da werde ich nachher drauf kommen. Ist dieser Vortrag notwendig? Der Herr Lindner würde sagen, der Wolf hat schon ausgeführt, eigentlich nicht. Vertrauen Sie dem Fortschritt? Digitalisierung ist Fortschritt, Digital First, Bedenken Second. Nun, lesen Sie aber in der Routeranleitung von der Telekom, im Speedboard steht da, die integrierten Antennen Ihres Speedboard, also der Router zu Hause, worüber Sie das Internet haben und telefonieren, die integrierten Antennen Ihres Speedboards senden und empfangen Funksignale, beispielsweise für die Bereitstellung Ihres WLAN. Vermeiden Sie das Aufstellen Ihres Speedport in unmittelbarer Nähe zu Schlaf-, Kinder- und Aufenthaltsräumen, um die Belastung durch elektromagnetische Felder so gering wie möglich zu halten. Das steht in der Anleitung und dann ist die Frage, wo können Sie den Router eigentlich dann noch aufstellen? Und die Frage ist zweitens, warum steht es in der Gebrauchsanleitung? Das ist eine juristische Formulierung, weil die Industrie sehr wohl weiß, dass hier ein Risiko durch diese Strahlung da ist und es eventuell einmal zu Regressforderungen kommt. Deswegen ist diese Warnung notwendig. Ich werde in dem Vortrag nur eine technische Größe bringen, und zwar die Einheit der Energie, die mit dieser Technologie erzeugt wird, also die Leistungsflussdichte. Wir haben einen Grenzwert von 10 Watt pro Quadratmeter. Das sind also 10 Millionen Mikrowatt. In der Forschung im EMF-Portal benutzen wir entweder Milliwatt oder Mikrowatt, um die Größenordnung ausdrücken zu können. Das ist eine Größe, die ich jetzt immer mal wieder bringe. Nun, wo befinden wir uns? Wir befinden uns im elektromagnetischen Spektrum. Das elektromagnetische Spektrum kennen Sie durch das Licht. Diese elektromagnetischen Wellen sehen wir. Sie kennen es auch durch die Atomenergie, Röntgen- und Gammastrahlung. Es ist die sogenannte nicht ionisierende Strahlung, wo jedem klar ist, die ist gesundheitsschädlich. Die führt sofort zum Beispiel Tschernobyl, Fukushima zu DNA-Strangbrüchen bei den Liquidatoren, also bei den Soldaten, die dort eingesetzt wurden, und führt in relativ kurzer Zeit zu Krebs, weil sie ionisiert, also Elektronen abspaltet und die DNA schädigt. Im Mobilfunk und auch beim Radio sind wir bei nicht ionisierender Strahlung. Diese Strahlung hat nicht die Energie, sofort Zellen zu schädigen, unter 5 Elektrovolt. Und trotzdem ist sie schädlich, weil sie Zellprozesse verändert. Und wie sie die verändert, das werde ich nachher bringen. Das ist also ein anderer Wirkmechanismus. Stellen Sie sich vor, das Zigarettenrauchen hat auch nicht die Energie, sofort Krebs auszulösen, aber es ist der gleiche Wirkmechanismus, oxidativer Zellstress über Zellveränderungen. Die Zellschädigung hat also verschiedene Ursachen, aber oft gleiche Wirkungen. Und wir sind hier im Mobilfunk bei den Mikrowellen, also so zwischen 800 und 3000 Megahertz. Da sind die Mikrowellen angelegt. Und das Problem, das man verstehen muss, ist, bevor der Funk erfunden wurde, also künstlich erzeugte Strahlung, hatten wir in diesen Bereichen, wo wir heute funken, fast keine Strahlung auf der Erde. Im Millionstelbereich. Dadurch konnte man diese Wellenlängen mit dem Funk besetzen und hatte keine Störstrahlung von außen. Deswegen sind wir in diesem Bereich hier. Und Sie sehen aber, in diesem Bereich läuft die Zellkommunikation. In den Mobilfunkfrequenzen und auch beim Radar. Also etwas ist ja nur schädlich, wenn es die Zellen schädigt. Warum schädigt es die Zellen? Und die Taktung, zum Beispiel bei WLAN 10 Hertz,
ist identisch mit Taktungen, die wir im Gehirn haben. Und das ist jetzt die Problemstellung. Strahlung ist nichts Esoterisches. Wir haben ein Bundesamt für Strahlenschutz, also extra ein Amt, das die Aufgabe hat, alle Frequenzen zu untersuchen, wie wirken sie sich auf die Zellen aus. Wirken sie sich negativ aus oder es gibt Strahlung, die benutzt man ja sogar zur Heilung. Manche Kurzwellenstrahlung ist positiv. Und Sie sehen, wir befassen uns damit, wie wirkt sich die Handystrahlung auf die Zellen, auf die Zellkommunikation aus. Sie sehen hier noch die natürliche Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich, ist bei einem 5 Millionstel Mikrowatt. Das ist fast vernachlässigbar. Und Sie sehen, wenn wir in Stuttgart haben wir am Schlossplatz ungefähr immer zwischen 10.000 und 100.000 Mikrowatt in den oberen Stockwerken an Masten. Bei uns zum Beispiel im Stuttgarter Westen offiziell gemessen bis zu 500.000 Mikrowatt. Das sind also fast das Milliardenfache über der natürlichen Strahlung. Strahlung gehört zum Leben. Wir brauchen das Licht. Das Licht ist auch nur eine elektromagnetische Welle. Wir brauchen alle verschiedensten Strahlungsarten, um leben zu können. Und die Lebewesen haben sich in ihrer stammesgeschichtlichen Entwicklung auf die Strahlung eingestellt. Denken ist elektrisch. Die Neuronen feuern. Also in uns laufen elektromagnetische Ströme, weil wir uns im elektromagnetischen Feld bewegen immer, sind es elektromagnetische Vorgänge. Man weiß, es ist normale Schulmedizin, dass viele Zellprozesse biochemisch und elektromagnetisch gesteuert werden. Sie kennen das, wenn Sie beim Arzt sind, das EEG, EKG, Herzströme, Muskelströme, Hautströme. Der Mensch ist ein elektromagnetisches Wesen. Das macht sich die Medizin schon lange zunutze. Und jetzt ist die Frage, was weiß man aus der Forschung, wenn diese künstlich erzeugte Strahlung von den Mobilfunksendern, von Ihrem Handy, wenn die Strahlung auf Ihre Zellen trifft. Das will ich Ihnen jetzt geschwind vorführen. Wolf, ich berichte dich geschwind als Versuchsperson. Ich habe hier ein Messgerät. Das zeigt mir, wie hoch die Strahlung hier ist. Augenblick. So. Und jetzt telefoniere ich mal. Ich telefoniere mal zu mir zu Hause, da ist gerade niemand. 77743, ja. 929972. So. Mach es laut. Das müsste eigentlich laut sein. Ja, das irgendwie tut es nicht laut, aber du sagst jetzt, wie viel, welche Strahlung du hier hast. So. Jetzt sind wir bei 4000, oh, so schnell kann ich gar nicht sehen. 17.394. 18.000 Mikrowatt pro Quadratmeter zeigt jetzt das Gerät. Jetzt gehe ich mit meinem Handy hinter den Wolf. Wie viel zeigt es jetzt? 137. Und jetzt? Und jetzt 4370, schwankt. Also von 12.000 ist es ungefähr runtergegangen auf 100, 170 von 12.000. Das ist die Frage, wo sind die restlichen 10.000, wo sind die geblieben? Aus. Die kann ich ausmachen, ja. Also wenn er sich mit seinem Körper zwischen das Handy stellt und das Messgerät, geht das Messgerät um ungefähr das 50-fache runter. Materie, Energie verliert sich nicht, also ist die Energie in deinem Körper. Und was sie dort macht, die wird absorbiert, was sie dort macht, das untersucht die Forschung. Jetzt wissen wir schon seit 1932, dass bei Funksoldaten und Menschen, die in der Nähe von Sendern, Rundfunksendern gelebt haben, dass die sogenannte Funkfrequenzkrankheit bekommen haben. Das war die erste große Veröffentlichung von Schliephage
also auf dem Kurzwellengebiet, ähnlich wie jetzt die Mikrowellenstrahlung. Es wurde also immer untersucht. Und wir haben große Untersuchungen aus der DDR über die Problematik des Einflusses von Mikrowellen auf den Gesundheitszustand des Funkpersonals, haben wir auf die Homepage gestellt. Da wurden die Soldaten massenhaft krank und massenhaft krankgeschrieben. Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, Erschöpfung, da gibt es große Arztberichte drüber. Das wurde zurückgeführt auf diese Funkwellen, die in ähnlichen Frequenzen waren, wie wir heute funken. Und wir haben große Berichte, das ist Ihnen vielleicht bekannt, über die Radarsoldaten. Das liegt drüber, es gibt einen nicht ionisierenden und ionisierenden Radar. Beide Radarfrequenzen haben bei vielen Soldaten, auch in der Bundeswehr, Krebs ausgelöst. Das heißt, wir wissen aus der Militärforschung, aus den Bereichen, dass Strahlung auf den Menschen hoch gesundheitsschädlich ist. Und jetzt ist die Frage, was weiß man speziell über die Mikrowellenstrahlung, die wir heute anwenden? Jetzt wird oft gesagt, auch wenn ich mit der Industrie auf dem Podium bin, es gibt 28.000 Studien im EMF-Portal und alle Studien sagen, es liegt nichts vor, es gibt keine Schädigungen. Wer das mit den 28.000 Studien sagt, da bin ich immer schon vorbereitet, der hat sich da gar nie mit beschäftigt. Das ist schon der Hinweis, weil tatsächlich gibt es die 28.000 Studien, aber davon zum jetzigen Zeitpunkt sind 1.564 zu Mikrowellen. Alle anderen Studien sind zu anderen Bereichen, das wird in dem Portal sogar selber detailliert aufgeführt. Und davon sind 1294 biologische Studien, also medizinische, und 300 sind epidemiologische Studien, also Umfrage, Auswertung von Registern, von Kohorten. Also wir haben ungefähr, nicht unterbrechen, alle Fragen nach dem Vortrag bitte. Also wir haben nach dem EMF-Portal selber, können Sie dort nachschauen, 1594 Studien zum Mobilfunk. Und meine Aufgabe ist seit ca. 12 Jahren, diese Studien auszuwerten. Das macht das EMF-Portal teilweise selber. Wir beauftragen Wissenschaftler, das zu überprüfen. Also ich habe von den Studien mindestens 1000 gelesen und wir haben in unserer Datenbank 496 derzeit davon eingestellt. Also es ist eine Lüge, dass es 28.000 Studien gibt, die nichts sagen. Es gibt in diesem Portal ungefähr 1500 und 800 davon zeigen biologische Effekte. Biologische Effekte heißt noch nicht, dass Gesundheit schädlich ist, aber sie zeigen Effekte. Und die lassen wir von Wissenschaftlern auswerten. Hier auf unserer Datenbank WEMF-Data sind von 200 Studien detaillierte Auswertungen und von den anderen Abstracts drin. Jetzt komme ich zu Studienergebnissen über die Mobilfunkmasten. Das ist ja jetzt auch so ein Hauptanliegen bei 5G. Man muss aber die Studienlage bisher verstehen, um zu verstehen, wie gefährlich ist das 5G. Weil die Bundesamt für Strahlenschutz sagt ja, wir haben bisher keine problematischen Erkenntnisse, also können wir 5G einführen. Das hat ja die Frau Paulini fast wörtlich so gesagt. Wie funktioniert das Mobilfunknetz? Sie sehen das hier. Wenn ich also mit meinem Freund in New York telefoniere, geschieht die Verbindung fast in Echtzeit. Der bisherigen Mobilfunksender in der Stadt haben eine Zelle von ungefähr 300 Metern im Umkreis. Dort wählt sich das Handy über den Organisationskanal ein, sagt, hier bin ich, und über die Vermittlungsstelle wird es identifiziert. Und so kann das Handy in New York auch sehr schnell die Verbindung herstellen. Oder es leitet um zum Festnetz. Deswegen braucht man in Städten ungefähr bei der jetzigen Stärke alle 300 Meter so einen Mobilfunkmast. Neu war durch den Edgar Snowden, dass in den Vermittlungsstellen die Geheimdienste drin sitzen und die Gespräche auch noch abgreifen. So ein Mobilfunkmast hat eine Hauptkeule und hat Nebenkeulen. Das heißt, wenn ich im Haus bin, bekomme ich auch noch eine Strahlung ab. Also der sogenannte Leuchtturmeffekt ist ein Bluff. Der Städtetag hat ja jetzt gesagt, man kann auf Kindergärten und Schulen ruhig die Masten stellen, da sind die mehr geschützt. Dann könnte ich ja, wenn die keine Strahlung abbekommen, könnte ich ja dort in dem Kindergarten oder in dem Krankenhaus drunter nicht telefonieren. Das heißt, die Nebenkeule hat oft auch noch sehr hohe
Leistungsflussdichte. Ich bin also auch drunter bestrahlt, nicht so stark wie in der Hauptkeule. Was ist das Problem? Wenn Sie das hier sehen, eine Antennenanlage, ich muss auch hier hinten noch telefonieren können. Also muss der Dämpfungswiderstand, jetzt zum Beispiel von dem Hochhaus oder von Bäumen, muss eingerechnet werden, dass in 100, 200, 300 Meter mindestens noch 10 Mikrowatt ankommen. Das ist in den Verträgen drin. Die Verträge sind auf ein 50.000stel oft ausgelegt, weil mit der schwachen Leistung kann ich immer noch telefonieren. Das bedeutet aber, dieser Mobilfunkmast hier muss sehr, sehr stark strahlen, damit in diesem Haus im Keller noch telefoniert werden kann. Das wird für die Mobilfunkbetreiber immer mehr zum Problem. Also wir im Stuttgarter Westen haben zum Teil 500.000 Mikrowatt auf Balkonen und in 100 Meter Entfernung im Erdgeschoss sind es gerade noch 50, manchmal nur 17 Mikrowatt und die können auch noch hervorragend indoor telefonieren. Aber die Mobilfunkindustrie geht deswegen zu Kleinzellen, weil ich damit nicht mehr gut versorgen kann. Das ist für 5G dann noch wichtig. Die gehen weg von dieser Technologie oder machen einen Mix. Es bedeutet aber, wenn ich nah drauf wohne, bekomme ich ziemlich viel Strahlung ab. Ich stelle Ihnen jetzt einige Forschungen vor über die Auswirkungen dieser Strahlung. Das eine ist die Selbit-Studie. Da haben Sie geschaut, welche ist eine epidemiologische Studie, welche, hier ist der Mobilfunkmast, welche Krankheitssymptome treten in welcher Häufigkeit um diesen Masten auf. Also in 100, 200, 300, 400 Meter Entfernung. In der Gruppe 1 war die Belastung im Schnitt 3600 Mikrowatt, in der Kontrollgruppe außen nur noch 86 Mikrowatt. Die Studie ist umfangreich und Sie sehen jetzt vereinfacht dargestellt, je näher ich an dem Mast wohne, ergab die Auswertung aller Arztregister in dieser Stadt. Das war das Vorteilhafte, dass es die Menschen dort alle in dieser Stadt zu den Ärzten gehen und man eine Auswertung machen konnte. Je näher ich dran wohne, sind Schlafstörungen, Gelenkbeschwerden, Depressionen, Herz-Kreislauf-Beschwerden angestiegen. Mehr Menschen hatten dies. Warum das so ist, ist in der Studie genau aufgeführt. Jetzt haben dieselben Wissenschaftler gesagt, das ist subjektiv oft, wenn Menschen Gelenkbeschwerden haben, Schlafbeschwerden, das kann ja auch andere Ursachen haben. Also das sind ja sogenannte unspezifische Symptome. Untersuchen wir das Blut. Das Blut hat keine Einbildung. Das war dann die RIMBA-Studie, die der Professor Buchner geleitet hat, ein Physiker aus München. Die haben eine Langzeitstudie über 1,5 Jahre mit 16 Teilnehmern gemacht in Rimbach. Da war vorher kein Mobilfunkmast, das gibt es heute nicht mehr. Und diese Teilnehmer hatten kein Decktelefon zu Hause und kein Handy. In dieser Zeit gab es das noch, wo die Studie gemacht worden ist. Wäre heute ja nicht mehr möglich. Und sie haben erforscht, wie Neurotransmitter, Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin, wie die sich verändern. Und das Ergebnis war, hier ging der Mast in Betrieb, dass ein Neurotransmitter, der ist speziell untersucht, in der Studie sind noch mehrere untersucht, dass sie sich alle verändert haben, und zwar alle wurden abgesenkt. Hier für alle Leute, bei Kindern, Amalgam-Beschädigten, gesunden Erwachsenen und bei chronisch Kranken. Und das war irreversibel. Das heißt, der Zellstoffwechsel wurde schwer beeinträchtigt und in der Studie ist genau ausgeführt, dass diese Veränderungen zu diesen Krankheiten und Symptomen führen. Also Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Allergie, Schwindel, Konzentrationsprobleme. Es sind 16 Endpunkte dort untersucht. Wer die Studie will, kann mich anmelden, die ist auf Deutsch, kann ich Ihnen gerne zuschicken. Wie bitte? Sie sehen, das ist über einen Zeitraum von einem Jahr ungefähr, eineinhalb Jahren gegangen. Dasselbe wurde dann im Labor nachgestellt an Mäusen, hier aus dem EMF-Portal.
mit dem gleichen Ergebnis. Jetzt komme ich zum schwierigsten Thema, die Frage, führt diese Strahlung zu Krebs? Die Diskussion begann eigentlich 2004 und 2004 konnte man eigentlich noch keine gesicherten Aussagen machen, weil Krebs hat in der Regel eine Latenzzeit von 20 bis 40 Jahren, also vom Eintritt, vom Schadensereignis, bis der Krebs wirklich rauskommt, sich ausbildet, kann das sehr lange dauern in der Regel. Und heute wissen wir dann mehr. Das war die erste Studie, die sogenannte NILA-Studie. Dort wurde auch untersucht, ein Mobilfunksender, wie wirkt er sich aus? Und Sie sehen, nachdem der in Betrieb kam, haben sich die Krebsfälle innerhalb von 10 Jahren verdoppelt im Umkreis von 400 Metern. Von 99 bis 2004 verdreifachten sich und die Krebserkrankungen traten früher ein. Daraufhin, weil das die erste Studie war und eine erste Studie noch keine gesicherte wissenschaftliche Aussage ist, hat der Dr. Eher, der die Studie geleitet hat, ans Bundesamt für Strahlenschutz geschrieben und hat gesagt, wir müssen jetzt unbedingt Nachfolgestudien machen, um zu überprüfen, sind es Zufallsereignisse oder kann man die durch weitere Studien bestätigen. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat daraufhin 3 Studien konzipiert. König war damals der Chef von den Grünen. Alle 3 Studien wurden nicht durchgeführt. Die Industrie hat es boykottiert, keine Daten zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben seit 2004 in Deutschland keinerlei Untersuchungen mehr, wie wirken sich Mobilfunkmasten aus. Das war unerwünscht. Es gibt eine Protestrede vom König, der sagt, es ist eine Unverschämtheit, man will es nicht wissen. Also müssen wir jetzt ausweichen auf Studien in anderen Ländern. Hier an über 2 Millionen, eine epidemiologische Studie, 2 Millionen Menschen, wurde die Krebssterblichkeit im Umkreis von Mobilfunkmasten erhoben. Belo Horizonte, das ganze Gebiet. Und Sie sehen, von 100 bis 1000 Meter um Mobilfunkmasten herum, wie ist da die Sterblichkeitsrate? Und die Sterblichkeitsrate ist, wenn ich 100 Meter um den Mast herum wohne, um 35% höher. Die berühmte Belo Horizonte-Studie, die ein großes Aufsehen erregt hat, weil eine Kohorte von 2 Millionen ist sehr aussagekräftig. Sie sehen, die Nullhypothese war bei über 1000 Meter Entfernung. Jetzt gab es dann 2014 2 Studien aus dem Iran. Im Iran hat eine sehr, sehr fortgeschrittene Zellforschung, ich weiß es von Wissenschaftlern, die dort waren, die sind up to date, glaubt man nicht, aber es ist so. Und ich lese jetzt nur mal vor, was in dieser Studie als Ergebnis steht, weil ich das stellvertretend für fast 20 andere Studien hier vortragen möchte. Da steht, die meisten gesundheitlichen Beschwerden wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Reizbarkeit, Unbehagen, Nervosität, depressive Anzeichen, Schlafstörung, Gedächtnisstörung, Libido wurden im Abstand bis zu 300 Metern um diese Masten gemessen. 300 Meter außerhalb von den Masten sind diese Symptome dramatisch nach unten gegangen. Diese Studie wird wiederholt in einer anderen Stadt mit dem gleichen Ergebnis. Die Forscher sagen deswegen, Mobilfunkmasten müssen mindestens 300 Meter von Wohngebieten entfernt aufgebaut werden, damit die Feldstärken entsprechend gering sind. Das übergehe ich jetzt einfach. Und das Problem ist, dass wir durch diese Sendemasten 24 Stunden lang bestrahlt werden. Auch wenn niemand telefoniert, diese Masten haben einen Organisationskanal, dass sie sehen, aha, hier ist ein Handy, das loggt sich ein und ich bin registriert. Das heißt, Sie haben sehen, Sie haben auch hier nachts eine, immer noch eine ganz schön hohe Belastung. Das ist jetzt in Volt pro Meter. Die Angaben sind in Volt pro Meter. Mikrowatt pro Quadratmeter sehen Sie hier. Jetzt waren diese Untersuchungen im Mobilfunkmasten sind umstritten,
weil sie sehr viel mit subjektiven Erfahrungen oder Gefühlen auch zusammenhängen. Obwohl man bei den 32, die es gibt weltweit, das ist eigentlich sehr wenig, eigentlich eine eindeutige Aussage treffen kann in der Zwischenzeit, dass die Erscheinungen, die da auftreten, stimmen, ging man ins Labor. Die erste große Studie war die Reflexstudie. In all diesen Universitäten haben zusammengearbeitet, europaweit von der EU finanziert. Die These war, Mobilfunkstrahlung schädigt nicht die DNA. Das war die Arbeitsthese. Herausgekommen ist das Gegenteil, zur Überraschung der Forscher. Die DNA-Strandbrüche weit unterhalb der Grenzwerte. Und zwar hat sich herausgestellt, UMTS ist 10-mal gentoxischer als GSM. Ist in den Vergleichsbildern drin. Also UMTS war die dritte Generation, die wir heute noch anwenden. Und die Interphone-Studie ergab für viel Telefonierer, also in der Summe mehr als 1640 Stunden Telefonieren, ein erhöhtes Gehirntumorrisiko. Noch nicht genau festgelegt. Sie sagen, es ist ein erhöhtes Risiko. Die Studie ist weitergegangen. Heute sagt man fünffach erhöhtes. Komme ich gleich darauf zurück. 1640 Stunden insgesamt, in der Summe. So wurde das klassifiziert. Das ist ungefähr eine halbe Stunde am Tag. In der damaligen Zeit. Und jetzt gibt es die Gruppe um Hardell in Schweden, die seit Jahren im Gehirntumorrisiko forscht. Das sind Onkologen in der Universität Lund. Und die haben sehr, sehr viele Studien rausgebracht. Und die letzten Studien sagen, wir haben bei Vieltelefonierern ein vielfach erhöhtes Krebsrisiko auf der Seite, wo wir telefonieren. Die wohl bedeutendste Studie für mich, weil es ein Skandal ist eine Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz. Die hat festgestellt, diese Strahlung hat eine krebspromovierende Wirkung. Also wenn ich die Veranlagung zu Krebs habe, beschleunigt die den Krebs in mir. 2010 hat an der Universität Braunschweig die Gruppe um Tillmann festgestellt, bei einer Bestrahlung in einem Mausmodell mit UMTS beschleunigt sich der Krebs bei den Mäusen. Dann hat das Bundesamt für Strahlenschutz gesagt, das stellen wir nach, ob das stimmt. Lerchel in Bremen hat es nachgestellt. Zu seinem Erstaunen das gleiche Ergebnis. Und zwar lesen Sie in dem Bericht, die tumorpromovierenden Effekte sind als gesichert anzusehen. Das ist eine weitgehende Aussage. Und weil die Industrie da ziemlich protestierte und gesagt hat, das kann nicht stimmen, wurde die Studie nochmals nachgestellt, nochmals mit dem gleichen Ergebnis, ebenfalls vom Bundesamt für Strahlenschutz. Das heißt, wir haben eine offizielle Bestätigung bei mittlerer Expositionsstärke, also Sie sehen hier 0,04 Watt und 4 Watt pro Kilogramm, das sind Feldstärken, die auftreten in der normalen Nutzung bei Smartphones und Handys. Verzeihung, worauf beziehen Sie die Kilogramm? Wie bitte? Das ist auf Ganzkörper und Teilkörper. Ganzkörper ist 0,08 Watt und Teilkörper 2 Watt pro Kilogramm. Darauf ist das genormt. Wir kommen jetzt zu zwei Studien, die revolutionär waren, die jetzt endgültig das Krebsrisiko bewiesen haben. Die vor 17 Jahren beschloss die US-Regierung, dass sie $25 Millionen freigibt für die NTP-Studie. Also im National Toxicology Program wurde eine Studie konzipiert, designt von den besten Wissenschaftlern auf dem Gebiet. In großen Hallen wurde von den Schweizern die Expositionskammern aufgebaut mit immer über 2000 Ratten und es wurde über fast 10 Jahre lang wurden die Ratten bestrahlt, also die leben immer 2 Jahre, dann kam eine neue Kohorte in Ratten und diese NTP-Studie hatte das eindeutige Ergebnis, 2 Krebsarten, Schwannom und Gliom, wird durch die Strahlung ausgelöst und bei vielen Ratten waren präkanzerone
Zellveränderungen, also Vorstufen zu Krebs, dar. Damit hat die American Cancer Society gesagt, das ist ein Paradigmenwechsel. Diese Studie, die mit einem Aufwand betrieben wurde, wie noch nie eine Studie auf die Welt, liefert den Beweis, dass diese Strahlung krebsauslösend ist. Der NTP-Bericht, der einen Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrahlung und zwei Krebserben herstellt, markiert einen Paradigmenwechsel in unserem Verständnis von Strahlung und Krebsrisiko. Das wurde auch in der Wissenschaft allgemein anerkannt. Bei uns wird fast darüber nicht berichtet, über die Diskussion. Weil es natürlich angegriffen wurde von der Industrie, hat die amerikanische Regierung dann letztes Jahr nochmal ein zweites Peer-Review-Panel zusammengerufen. Also die Studie war Peer-Reviewed, das heißt überprüft und veröffentlicht. Dann kamen die Angriffe, dann hat sie nochmal 14 Wissenschaftler zusammengerufen, wurde übrigens alle 3 Tage die Diskussion im Netz übertragen, wo die das diskutiert haben und ihre Einwände kontrovers diskutiert haben. Das Ergebnis war, es ist nun ein klarer Beweis da, Clear Evidence of Cell Phone RF Radiation Cancer Risk von Professor Lin, der vorher in der IGNIRP, also in der Strahlenschutzkommission führend war, veröffentlicht, im Magazin der Hochfrequenztechniker, ganz interessant, nicht in einem medizinischen Blatt, sondern im IEEE-Magazin, also im internationalen Hochfrequenztechnik-Magazin, schreibt er zu seinen Hochfrequenzkollegen, wir haben jetzt die Beweise. Zumal zur gleichen Zeit parallel, das war abgesprochen, im Ramazzini-Institut in Italien von der Professor Pelocci, die insgesamt in der Krebsforschung eine große Bedeutung haben, haben dasselbe nachgestellt in Italien, also parallel dazu überprüft mit denselben Ergebnissen. Deswegen gehen wir in der Diskussion davon aus, wir haben nicht nur Hinweise, das würde ja eine Vorsorgepolitik sowieso erfordern, sondern wir haben jetzt Beweise. Und Beweise heißt, es braucht jetzt eine Gefahrenabwehr. Das heißt, die Bevölkerung müsste jetzt über diese Studienergebnisse aufgeklärt werden. Es wird nicht gemacht. Das ist der eigentliche Skandal. In der Medizin ist es in der Diskussion, aber nach außen wird es nicht getragen. Nochmals bestätigt wurde das durch den Atemreport der AUFA-Versicherung, wie die AOK, eine Versicherung, die hat alle Studien, die es zu DNA-Strangbrüchen, also Vorstufe zu Krebs war, überprüfen lassen in der Medizinischen Universität in Wien, auch in den Krebsforschungsinstituten, und hat alle Ergebnisse nochmals bestätigt, die vorher vorlagen, das war schon vor der NTP-Studie. Die Mobilfunkstrahlung schädigt das Erbgut, der Schädigungsmechanismus ist oxidativer Zellstress und es sind athermische Wirkungen, also es erfolgt nicht über Wärme, sondern die Strahlung unterhalb der Grenzwerte über Veränderung der Zellprozesse. Wir haben also jetzt 3 große Studien, die DNA-Strangbrüche nachweisen und sagen, es gibt Krebs, und über 80 Einzelstudien, die dasselbe machen, allerdings die nicht so groß angelegt waren. Noch eine ganz wichtige Forschung, die seit 2005 in der WHO schon vorgestellt wurde und dann laufend reproduziert wurde von Mel Beljaev-Markova, und zwar die Krebsreparatur. Wir haben ja immer Krebszellen. Jeden Tag werden die repariert oder durch Apoptose ausgeschieden. Durch die ganzen Umweltstoffe, Pestizide, Feinstaub, immer werden unsere Zellen geschädigt und unsere Zellen haben eigene Reparaturmechanismen, die die Homöostase im Körper wiederherstellen. Und Beljaev und Markova in Stockholm haben festgestellt, die UMTS-Strahlung behindert oder verzögert die Krebsreparatur um 72 Stunden und damit können Zellen entarten. Eine sehr bedeutende Studie, weil das ist besonders für all die Leute, die wir alle krebsanfällig sind, weil wir ein schwächeres Immunsystem haben. Es ist eine bedeutende Studie und die wurde schon 6 Mal jetzt nachgestellt und immer wieder reproduziert. Der Beljaev ist jetzt an der Universität Bratislava und hat auch in Interviews das immer wieder bestätigt, die Bedeutung dieser Studie. Stellen Sie sich vor, Sie sind immer dieser Strahlung ausgesetzt, Ihre Zellreparatur kann nicht so stattfinden, wie sie stattfinden sollte. Deswegen
schon 2011 wurde die Mobilfunkstrahlung von über 30 Wissenschaftlern von der IARC der WHO als möglicherweise krebserregend eingestuft. Und der Streit war nicht, wie das fälschlicherweise dargestellt wird, es möglicherweise bedeutet, es würde nichts mit Krebs zu tun haben. Es ist Krebs, es führt zu Krebs, nur der Streit war, welcher Wirkmechanismus ist da. Wir können es noch nicht in krebserregend einstufen, weil der Wirkmechanismus noch umstritten war zu diesem Zeitpunkt. Und es wird persifliert, das wäre im gleichen wie Kaffee oder Gemüse, so hat es dann die Industrie persifliert. Dort ist Kaffeesäure und ein Fermentierungsprozess von Gemüse ist auch möglicherweise krebserregend. Ja, das sind der Fermentierungsprozess, also es ist wie beim, wenn Sie grillen und falsch grillen, kann der Ruß auch krebserregend sein. Und dann sagt jemand, grillen ist krebserregend. Ja. Also das war eigentlich bedeutend und im Augenblick ist der Antrag vom wissenschaftlichen Beirat der WHO, dass die Diskussion geführt werden muss aufgrund der Studien, die ich jetzt sage, dass es in wahrscheinlich oder krebserregend höher gestuft werden muss. Also die Diskussion ist nicht die, es ist ungefährlich, sondern die neuen Studien sagen, es muss höher gestuft werden. Und der Prozess, der Diskussionsprozess wird jetzt ungefähr 5 Jahre laufen, wo das diskutiert wird, welche Bedeutung haben diese neuen Studien für die Eingruppierung in die Liste der krebserregenden Stoffe. Jetzt sagen manche, auch das Bundesamt für Strahlenschutz, wenn diese Forschungsergebnisse stimmen, dann müssten Krebserkrankungen auch schon längst angestiegen sein. Und es ist so, die Krebserkrankungen sind angestiegen. In Deutschland haben wir ein schwammiges Krebsregister, schon ein anderes Problem. Sie sehen hier, in Italien gab es ja 3 Prozesse, die Angestellten jeweils gewonnen haben. Sie haben geklagt, dass ihr Gehirntumor vom Telefonieren kommt. Die Gutachter, die das Gericht bestellt hat, haben gesagt, aufgrund der Studien gibt es einen engen Zusammenhang, sie bekamen eine Berufsunfähigkeitsrente. Das ist also das erste Land, in dem das anerkannt wurde. Und Sie sehen jetzt neue Krebsregister, hier das dänische Krebsregister für Gliome. Hier sind wir beim Jahr 2000. Gliome für Männer und Frauen steigen an. Hier nochmals in England die Auswertung. Anstieg der Gliome und hier aus dem schwedischen Krebsregister, hier im Jahr 2000 ist der rote Strich. Wir haben für bestimmte Krebsarten hier Zunge, Schilddrüse, Hals und Alter standardisiert beim Schilddrüsenkrebs überall Anstiege. Und entscheidend ist hier ist noch eine bei Melanomen und die Weltorganisation sagt aus, dass in den letzten 10 Jahren der Krebs bei Kindern um 13% gestiegen ist. Und das ist das eigentlich Erschütternde, dass alle Statistiken aussagen, Böckhammer und Gittelmann in den USA, die große Veröffentlichungen zu der Krebsentwicklung in den USA gemacht haben, hier sind die 2 Fachartikel, dass bei Kindern die Gehirntumore ansteigen. Hauptsächlich bei Kindern. Und das muss damit zusammenhängen mit der Nutzung von den neuen digitalen Geräten. Diese Veränderung, dass bei Kindern das ansteigt, auch der Kundi in Wien hat dazu eine Arbeit gemacht, hier bestätigt es. Bei Gittelmann kommt dann auch die Aussage, das muss mit der Handynutzung zusammenhängen. Also wir haben Krebsanstiege. So, das war jetzt, was wir allgemein vor 5G schon wussten. Ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich habe 2 Reviews, einen im Thieme Verlag, medizinischen Verlag, veröffentlicht, ganz neu zu dem Stand der Forschung und einer in UMG, Umweltmedizingesellschaft, können Sie draußen kaufen. Das sind jeweils ungefähr 150 Studien verarbeitet. Das war jeweils 2-3 Jahre Arbeit, den Review zu schreiben. Und Sie können diese Aussagen dann im EMF-Portal von der Bundesregierung auch nachlesen. Jetzt, was ändert sich durch 5G? 5G bedeutet,
dass man weggeht von diesen Makrozellen, also die großen Mobilfunkmasten, sondern es sollen tausende neue Kleinsender installiert werden, die alle Straßen, alle Gebiete ausleuchten, die das Internet der Dinge versorgen, also die Häuser. Und dafür brauche ich sehr, sehr viele Masten, Kleinsender. Denn je näher ich mit meinem Smartphone beim Sender bin, desto besser ist die Verbindung, desto höhere Datenraten kann ich übertragen. Hat auch im Nebeneffekt einen Vorteil, mein Smartphone muss nicht so stark strahlen. Wenn es zu dem Sender muss in 300 Meter Entfernung und dämpfende Masse überwinden muss, muss es natürlich viel stärker strahlen. Aber durch diese Senderdichte erhöht sich natürlich die Belastung enorm. Also ein völliger Quatsch, wenn jetzt in den Zeitungen geschrieben wird, damit würde die Belastung runtergehen. Im 8. Mobilfunkbericht der Bundesregierung steht drin, die Belastung wird sich enorm erhöhen, macht aber nichts aus, weil die Strahlung ja nicht gesundheitsschädlich ist. Also die offiziellen Aussagen sind da natürlich, dass wir den Elektrosmog in viel größerer Dichte bekommen werden. Und wir brauchen, oder nicht wir, die Industrie braucht ihn auch, das autonome Auto, das Internet der Dinge, das sind natürlich Geräte, die dauernd senden und empfangen. Da wird sich natürlich der Datenverkehr erhöhen und damit auch die Belastung. Und Sie sehen jetzt an der Grafik, alle Dinge sollen vernetzt werden, also das Fahren, die Industrie, die Verwaltung, und zwar natürlich durch eine Kombination Makrozellen und Smart Cells, die dann überall aufgebaut werden. In Österreich heißt es alle 100 Meter in der Dokumentation. Und die Bundesregierung sagt, wir müssen das aufbauen, aber verlässliche Rahmenbedingungen. Das heißt, wir müssen die Bevölkerung aufklären und mit ihnen diskutieren. Im Papier der Landesregierung steht drin, über die Digitalisierung muss ein Bürgerdialog stattfinden. Doch ich weiß nicht, wo der stattfindet. Ich weiß nicht, findet er hier statt? Eine ganze Seite in der Digitalisierungsstrategie von der Landesregierung ist über den Bürgerdialog. Der Bürger muss mitgenommen werden. Uns ist nicht bekannt. In Stuttgart will man mit den Bürgern darüber nicht diskutieren, weil man diese kritischen Fragen natürlich fürchtet. Ich komme zu einem Hauptzweck, das ist das autonome Fahren. Das autonome Elektroauto muss ja auch in den letzten Schwarzwalddorf kommen. Das heißt, ich tippe hier ein und sage, ich will nach Horben im Schwarzwald. Tippe das ein, setze mich ins Auto, lese Zeitung und in einer Stunde bin ich in Horben. Das heißt, dafür braucht es überall eine Kombination aus 5G, GPS und Radar. In dem Auto ist noch Bluetooth und so andere Sachen drin. Und dieses autonome Elektroauto ist ein Klimakiller Nummer 1. Das ist eine Katastrophe, was hier geplant wird. Jetzt geht es in die Ökologie, aber ich denke, ich muss den Schlenk machen. Lesen Sie hier von Brot der Welt, Miserio, von PowerShift, diese Analyse, was das Elektroauto, das Autonome bedeutet. Das bedeutet erstens, die Batterien und die Steuerelemente brauchen seltene Erden. Die werden in China hauptsächlich abgebaut. Dieser Abbau von seltenen Erden zerstört ganze Landstriche, weil sie werden auch mit Stoffen, Chemikalien abgebaut, die die Natur zerstören. Das ist der erste externalisierte Zerstörungsmechanismus, der von uns ausgeht. Ich komme aus Stuttgart, wir sagen immer, unsere Stuttgarter Produktion trägt dazu bei, die Welt zu zerstören. Die Autoproduktion ist einer der größten Treiber des Klimawandels, Ressourcen- und Energieverbrauch. Und jetzt stellt Daimler mit Hochdruck auf das autonom fahrende, batteriegetriebene Elektroauto um. Das wird daran nichts verändern, sondern das sogar noch verschärfen. Es ist nicht der Kampf ums Öl, sondern um andere Rohstoffe, die das folgt. Und der zweite Rohstoff, das waren die seltenen Erden, Sie sehen, wie die Gebiete dann aussehen. Das zweite ist hier von oben eine NASA-Aufnahme.
Und das zweite ist das Lithium. In den Anden wird das Lithium für den für die Batterien abgebaut. Da kam ja jetzt eine große Dokumentation in WDR, ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Die pumpen in 24 Stunden über 200 Millionen Liter Grundwasser ab. Das Grundwasser wird dann hier in fußballfeldergroßen Teichen, Becken gesammelt. Man lässt es vertrocknen und aus dem, was bei der Trocknung überbleibt, aus der Masse wird das Lithium dann extrahiert. Für die Bauern bedeutet es, dass sie kein Wasser mehr haben. Dort leben indigene Völker, die werden alle vertrieben. Es kamen ja die Berichte, das war grausam anzusauen, wie die sagen, unser Grundwasser ist weg. Das sind übrigens auch württembergische Firmen, die daran beteiligt sind. Das heißt, ganze Regionen versenden für die Batterie, wo der Kretschmann jetzt jammert, dass sie nach Ulm gekommen ist, die Batterieproduktion. Diese Batterieproduktion ist umweltschädigend, vernichtet die Lebensgrundlagen von anderen Völkern. Ich spreche jetzt gerade über Lithium, ich spreche nicht über das Öl. Ich kann Ihnen auch gern Vortrag halten. Über das Öl wurden Kriege geführt, das war nicht weniger schlimm. Ich sage nur, was kommt auf uns jetzt zu? Weil die sagen, ja, das ist die Lösung der ökologischen Probleme. Weg mit dem Feinstaub in Stuttgart und so weiter, wenn das Elektroauto rumfährt. Aber was vernichtet das Elektroauto an Ressourcen? Was tut es in der Welt anrichten? Hier, der Zug kommt, man kann nicht eine Umweltschädigung gegen eine andere ausspielen. Das ist ja ein Blödsinn. Der Zug kommt. Dazu kommt, dass das selbstfahrende Auto ungeheure Datenmengen verbraucht. Verbrauch von Datenmengen bedeutet natürlich, ich brauche Riesenserver, um die Datenmengen zu verarbeiten. Das braucht ungeheuer Energie. Hier aus Lange Santorius Lange, ist ein Standardwerk inzwischen über die Auswirkungen der Digitalisierung, sind zwei Berliner Lehrstuhlinhaber, das selbstfahrende Auto, und es fahren ja hunderttausende Autos dann rum, braucht ungeheuer viel Daten und viel Energie. Man geht davon aus, dass der Energieverbrauch sich mindestens verdoppeln wird durch diese Digitalisierung. Wir brauchen aber aufgrund des Klimawandels eine Absenkung des Energieverbrauchs. Also das Gegenteil findet statt, das übrigens auch der WBGU schildert es auch sehr, sehr gut, dass es unverantwortlich ist, wie dadurch der Energieverbrauch in die Höhe gehen wird. Jetzt weiß aber die Autoindustrie in Bezug auf die Strahlung von dem Auto, die ganzen Sender, dass das schädlich ist. Deswegen hat Daimler vor 4 Wochen ein neues Werk gebaut. Für 50 Millionen Euro mit 200 Beschäftigten, um elektromagnetische Felder zu prüfen. Im Dreischichtbetrieb. Weil sie sagen, durch die vielen elektromagnetischen Komponenten im Auto ist die Gefahr, dass das Auto nicht fährt, stehen bleibt, weil die sich gegenseitig beeinflussen. Die beeinflussen sich gegenseitig. Also macht man einen riesengroßen Forschungsaufwand, hier die strahlende Zukunft des Autos. Lesen Sie es auf der Stuttgarter Zeitung, da steht drin, das Auto ist eine Strahlenbombe. Und wir müssen die einzelnen Komponenten vor der gegenseitigen Strahlung von WLAN, Radar, Bluetooth, LTE, 5G, alles wird irgendwo im Auto verbaut sein, müssen die abschirmen. Mein Freund ist Physikprofessor in Chemnitz, elektromagnetische Aufverträglichkeit, der macht das für die Bahn, für die ICEs. Der sagt, auch da ist die Gefahr, dass es eben zu Störungen im Betrieb führt. Aber Daimler forscht nicht zu den Insassen. Wie wirken sich die Strahlung auf den Menschen aus? Und ich sage Ihnen, eine menschliche Zelle ist viel, viel sensibler als ein Chip. Das ist das Sensibelste, was es auf der Welt gibt. Das ist das genialste Produkt, das die Evolution hervorgebracht hat, ist die menschliche Zelle. Und unser Gehirn ist praktisch die Krone der Schöpfung. Ja, was wir im Augenblick mitmachen, manche stellt sich das auch wieder in Frage. Aber
Viel Geld wird investiert, damit man die Autos zum Laufen bringt, zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Die Forschung in Deutschland zum Menschen findet nicht statt. Das ist der eigentliche Skandal. Man will das Auto verkaufen, mit dem Menschen macht man nur Geschäft, wenn er das Auto kauft. Und ob er nachher Kopfschmerzen hat oder weiß Gott in dem Auto, das interessiert nicht. Ich war in einer Firma, die führende Messgerätetechnik ist, die sagen, wir waren den ganzen Tag zur Besichtigung, die sagen, an unseren Grenzwerten gemessen sind diese Autos alle nicht verkäuflich. Deswegen wird es absolut geheim gehalten, wie die Strahlenbelastung ist. Und wir haben mit Professoren zusammengearbeitet, die wollten Testwagen dafür, die bekamen keine Testwagen. Das ist eigentlich eine Zeitbombe, die da irgendwann fliegt das Ganze auf und wird gemessen werden. Das zweite ist, also das war das autonome Auto als Hauptprodukt. Das zweite Produkt ist zum Internet der Dinge, hat jetzt Signify, ist von Philips, die intelligente Lampe hergestellt. Also alle, die Straßenbeleuchtung soll nachher multifunktional werden. Das heißt, da ist der 5G-Sender drin, da sind Videodetektoren drin und so weiter. Das heißt, die Strahlen, die Lampen zur Ausleuchtung der Städte werden zu Sendern werden. Das heißt, wir werden überall bestrahlt werden und Überwachungskameras. Das habe ich ja letztes Mal vorgetragen, dass es dann auch die Überwachungskomponente ganz stark ist. Der Professor Lutz hat ausgerechnet, dass diese Digitalisierung, so wie sie jetzt abläuft, insgesamt zu 75% mehr Stromverbrauch führen wird. Ich kenne jetzt inzwischen schon höhere Zahlen, also lange Santorius gehen schon jetzt weit rüber. Es ist völlig kontraproduktiv zu einer Umweltschutzpolitik. Und die Kids von Friday and Future müssen das wissen, muss man denen sagen. Es ist toll, was die machen, aber diese Digitalisierung beschleunigt die Umweltkatastrophe. Hier, der WBGU, Sie schütteln den Kopf, nicht ich sage das, der WBGU, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, wo wirklich die hochrangigsten Leute sind, sagt es und er sagt sogar, die Digitalisierung, wenn sie als Geschäftsmodell der Industrie durchgeführt wird, stellt die Existenz der Menschheit in Frage. Steht in diesem Papier vom Wissenschaftlichen Beirat drin. So habe ich mir das, bevor ich das gelesen habe, nicht getraut zu formulieren. Und die Frau Schulze hat nachgelegt, eine Presseerklärung, wenn wir die Digitalisierung unverändert fortsetzen, wird sie zum Brandbeschleuniger für die ökologischen und sozialen Krisen unseres Planeten. Dass die Informationstechnik erhebliche Auswirkungen auf Umwelt und Natur habe, sei lange unterschätzt worden. Es drohten damit auch mehr Energie, Rohstoffverbrauch, mehr Konsum und mehr Verkehr. Eine Presseerklärung aufgrund der WBGU. Untersuchungen. Wenn das eine Ministerin sagt, sie lehnt sich weit aus dem Fenster, ist es so ein weiter Schritt und ist für uns eine Bestätigung, dass es richtig ist, diese Digitalisierung in Frage zu stellen und solche Initiativen wie hier in Freiburg zu gründen. Ich komme kurz auf das Internet der Dinge. Sie sehen, alle Haushaltsgeräte sollen in Zukunft vernetzt werden, also der Fernseher, der Kühlschrank, die Musik, Windeln mit Funkchip, Drucker, die selbstständig, ja, Mimo, die Mimo-Windel ist über WLAN, die ist in den USA ein Renner, tut der Mutter immer auf das Smartphone den Windelzustand schicken, also wie ist die Temperatur da drin, in welcher Position liegt das Kind, ein Renner in den USA, ihr Drucker zu Hause weiß, aha, die Tinte geht aus in den nächsten 3 Tagen, tut automatisch zu Amazon funken und das Nachbestellen, die kleinen RFID-Chips in den Kleidungsstücken. Das heißt, wenn ich meine Socken nicht finde, ist in der Socke, die sich in 5 Jahren kaufen, ist ein Chip drin und über mein Smartphone finde ich die Socke. Das sind also tausende Anwendungen bis Alexa, bargeldlos bezahlen. Bargeldlos bezahlen ist ja jetzt heiß in der Diskussion, also nur noch über das Smartphone und Smartwatches und Fitnessträger, also alle Geräte.
alle Haushaltsgeräte, die Sie in Zukunft kaufen, werden über 5G oder WLAN Schnittstellen haben. Das müssen Sie sich merken, kaufen Sie sich diese Geräte nicht. Wir fordern auch, dass Geräte auf dem Markt bleiben müssen, die diese Schnittstelle nicht haben, beziehungsweise dass man diese Schnittstellen ausschalten können muss. Weil man muss natürlich sagen, so viel wir jetzt über 5G Sorgen haben, wenn ich meine Wohnung verstrahle mit Decktelefonen, mit dem Router und mit diesen allen Gadgets, die hier strahlen, dann mache ich eine viel höhere Strahlenbelastung als das 5G von außen, mache ich die von innen. Also da muss man sich drüber klar sein, dass das eigene Verhalten da auch sehr, sehr wichtig ist. Für dieses Internet der Dinge werden jetzt die WLAN- und 5G-Netze aufgebaut. Und was wissen wir jetzt über 5G? Wir fordern ja alle ein Moratorium. Der Skandal ist, dass es über 5G keine Technikfolgenabschätzung gibt. Der Grunbach, Professor Grunbach, der Leiter des Technikfolgenabschätzungsbüros im Bundestag, hat letzte Woche ein Interview gegeben, steht auf unserer Homepage, wo er sagt, es ist eigentlich unbegreiflich, es wird eine Technologie eingeführt, ohne zu überprüfen, wie wirkt die sich aus. Ich habe vorher erzählt, das Bundesamt für Strahlenschutz hätte die Aufgabe, auch diese Frequenzen zu untersuchen. Wir sind dann von 3,6 MHz bis 60 MHz in also neuen Frequenzbereichen, das zu untersuchen. Ich war vor 1,5 Jahren beim Bundesamt für Strahlenschutz bei der Dr. Paulini zum Antrittsbesuch, waren wir eingeladen, zusammen mit dem Abgeordneten und haben damals schon gesagt, es wird für 5G kommen, machen Sie bitte Forschungen dazu. Die haben uns gesagt, wir haben nicht die Mittel, wir haben nicht das Personal, wir hängen immer 10 Jahre hinterher. Die waren ehrlich. Und wir haben gesagt, dann können Sie das nicht einführen. Man führt doch ein Medikament nicht ein, bevor es einen klinischen Test durchgemacht hat. 5G wird eingeführt ohne Überprüfung von staatlichen Stellen. Das geht überhaupt nicht. Allein aus dem Grund ist ein Moratorium gerechtfertigt. Das Vorsorgeprinzip ist eines der Grundprinzipien der Umweltpolitik. Und das Zweite ist, es ist aber noch schlimmer, es gibt 6 Forschungen, die alle nachweisen, wie zellschädigend 5G ist. Es gibt nur diese 6. Wir haben Leute dran gesetzt, recherchieren lassen, schon vor einem Jahr. Wir wussten, das kommt auf uns zu. Und Sie sehen, alle diese Forschungen sagen, es ist hochgesundheitsschädlich. Ich gehe jetzt nicht auf dem Einzelnen drauf ein. Sie können es auf unserer Internetseite auch abrufen. Und schon 1977 hat das CIA eine Untersuchung machen lassen über die sogenannten Millimeterwellen. Das Dokument bekamen wir vor einem Jahr, das kann man auf der CIA-Seite ganz normal runterladen. Und da sind die russischen Forschungen drin über Millimeterwellen, wo schon genau drin steht, wie zelltoxisch diese Frequenz ist. Und jetzt geht es darum, wir fordern, dass erstens der Technikfolgenausschuss des Bundestages eine Forschungsaufarbeitung vorlegt und sagt, warum trotz dieser Studien, die zum Beispiel eine sagt, Bezlazell, es tut sich in die Hautoberfläche einkuppeln über die Hautdrüsen, die verwandeln sich zu Antennen und es geht ins Nervensystem. Also diese Millimeterwellen durchdringen nicht den Körper, sondern bleiben an der Oberfläche und haben neue Effekte. Und deswegen, gerade weil sie neue Effekte machen, muss das erforscht werden. Also Sie sehen, diese Forschungen gibt es mit eindeutigen Aussagen. Und man macht die Augen zu, weil es ein Milliardengeschäft ist. Dazu kommt das Beamforming. Die ist ein undeutliches Bild, kommt hier undeutlich raus. Diese Strahlung wird nicht mehr streuen, sondern ist intelligent. Das heißt, sie wird sich auf den Nutzer ausrichten mit einem Antennengewinn. Und jetzt wurde schon ausgerechnet, auf unserer Homepage steht es, dass ich bei einer 10 Watt oder 20 Watt Antenne, die mit 20 Watt
strahlt, einen Antennengewinn bis zu 35.000 Watt habe, durch die Bündelung. Also, und das Problem ist, dass es noch gar keine richtigen Messgeräte gibt. Die Studie für die Europäische Union, wir haben sie auf unserer Internetseite gesetzt, sagt, wir haben noch keine Messinstrumente dafür, wir haben noch keine Forschung, wie sich die Strahlung verhält, also im Freien, auch wie die Reflexionsmechanismen sind. Trotz dieser Unklarheiten wird es eingeführt und das geht einfach nicht. Sie sehen in Radio Oncology, können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen, haben die Radio-Onkologen als Spezialisten schon letztes Jahr eine Warnung rausgelassen, haben gesagt, beruhigend oder russisch Roulette, sie fordern ihre Kollegen in der ganzen Welt auf, zu protestieren. Wir als Radio-Onkologen sind Fachleute für Strahlung und diese Strahlung ist gesundheitsschädlich. Übrigens, wer diese PowerPoint will, kann sich draußen eintragen, dann schicke ich die Ihnen gerne als PDF zu, da können Sie das nochmal nachlesen. Am Büchertisch können Sie eintragen und ich schicke Ihnen ein Review, einen von meinen neuen Reviews zu. Sie sehen hier 5G-Deployment, EU, offizielles EU-Papier, es gibt erhebliche Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die Gesundheitssicherheit, potenziell viel höheren Belastungen durch 5G. Komplexe Interferenzeffekte. Und Sie beschreiben hier, dass es auch zu unvorhersehbaren Strahlungsverhältnissen kommen kann. Also die Europäische Kommission selber hat einen Bericht vorliegen, wo drin steht, 5G darf nicht eingeführt werden. Also ihre eigenen Leute. Deswegen wissen Sie vielleicht, hat Swiss Re, der größte weltweite Rückversicherer, die Mobilfunkstrahlung als Emerging Risk, als unversicherbares Risiko in die höchste Risikokategorie wieder eingestuft. 2013 war das, jetzt 2019 nochmals. Hier, wir protestieren da dagegen mit unserem Flyer und überall gibt es jetzt Demonstrationen, Stände gegen die Einführung von 5G. Wir sagen, es braucht eine Technikfolgenabschätzung, das ist eigentlich ganz normal. Wer die ablehnt, ist ein Reaktionär, muss man ganz klar sagen. Denn ohne Technikfolgenabschätzung darf keine Technik eingeführt werden. Und dann, wenn die Technikfolgenabschätzung vorliegt, dann können wir über den Bericht nochmals diskutieren. Bin gespannt, was dann da drin steht. Und wir haben eine Widerstandskarte von Diagnose Funk eingestellt, wo Sie sehen, wie viele Initiativen jetzt gegen 5G das jetzt schon gibt. Und Ärzteverbände, Umweltmediziner Italien, Österreich, Schweiz und die IPPNW einstimmig fordern die ein Moratorium für 5G. Jetzt im Juni auf der IPPNW-Tagung in Stuttgart ein hervorragender Antrag, wo das kritisiert wird. Und ich denke, die Ärzte haben sich mit beschäftigt, in der IPPNW war übrigens der Diskussionsprozess 2 Jahre lang für diese Positionierung. Es gab lange Diskussionen darüber, ob man dem zustimmen soll oder nicht. Hier ist die Literatur dazu, können Sie draußen kaufen. 5G als ernste globale Herausforderung von Paul, von mir eine Broschüre in der Umweltmedizingesellschaft, ist ein Sonderheft dazu erschienen. Gut, halten Sie noch eine Viertelstunde aus? Ja. Gut. Ich komme jetzt zu den Folgen für die Endgeräte, das mache ich ganz schnell. Ich war jetzt bei den Antennen. Wir haben eine große Anzahl an Forschungen, wie es sich auf Spermien und Embryen auswirkt. Es gibt 50 Forschungen, dass es spermienschädigend ist und 77, dass es Embryonen schädigt. Ich habe mit dem Dr. Mutter erst vor 3 Monaten im Thieme Verlag einer medizinischen Zeitschrift dazu ein Review veröffentlicht, wo alle diese Forschungen drin sind. Hier Rückgang der Spermienqualität, also am Anfang sind andere Noxen,
wie Phthalate, Ernährung und so drin und dann auch die elektromagnetischen Felder. Das ist überhaupt nicht mehr umstritten in der Medizin, dass es die Spermien schädigt. Die Bundesregierung und das Bundesamt für Strahlenschutz schweigen in der Zwischenzeit dazu. Hier seit 1997 erschienen die ersten Studien in Griechenland über die Auswirkungen auf die Reproduktionsorgane. Es gibt auch von Diagnose Funken Forschungsbericht, wo die einzelnen Studien alle aufgeführt sind. Selbst die Ärztekammer warnt und selbst der Mobilfunkbetreiber Orange warnt, sagt, nutzen Sie Ihr Handy nicht in der Nähe von Ihren Fortpflanzungsorganen. Hier Orange, eine Warnung. Wir geben diese beiden Faltblätter dazu heraus. Auch inzwischen seit über 10 Studien ist die Öffnung der Blut-Hirn-Schranke, dass die Strahlung dazu führt, dass Giftstoffe ins Gehirn kommen. Die Hirnschranke öffnet sich und Fettstoffe, Lipide kommen ins Gehirn. War zunächst sehr umstritten. 2003 ist in der Zwischenzeit mehrfach reproduziert worden. Sie sehen hier die ganzen Studien, alle im EMF-Portal der Bundesregierung gelistet. Der Geldrolleneffekt war ein Preis bei Jugendforscht. Wenn ich das Handy am Ohr halte, verklumpen sich die Zellen, also ein Sauerstoffentzug, und es führt zu Kopfschmerzen. Das ist ein Versuch, den kann eigentlich jeder zu Hause mal, wenn er ein entsprechendes Mikrofon hat, ein Mikroskop selber nachstellen. Na, geh weiter. Wir haben statistische Daten, dass sich das auf die Jugendlichen schon auswirkt, in verschiedenen Krankheiten, Störungen Nervensystems, Epilepsie, Schlafstörungen. Es war die erste Studie in Russland, die sagen, das ist auf Handys zurückzuführen von der dortigen Strahlenschutzkommission. In der Zwischenzeit gibt es von unseren Krankenkassen Studien zur Kindergesundheit oder Krankheit, die Schlafstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen und so weiter nachweisen, allerdings nicht auf die Strahlung, sondern die sagen, wir haben bei Kindern einen enorm verschlechterten Gesundheitszustand und führen das auf psychosoziale Ursachen zurück. Wir sagen, es muss auch die Strahlung endlich mit berücksichtigt werden. Sie sehen, wie die Schlafstörungen, Kopfschmerzen angestiegen sind. Elektrohypersensibilität spreche ich nur kurz an. Es gibt natürlich Menschen, die spüren diese Strahlung. Man kann das im Blut von den Menschen nachweisen. Es gibt jetzt genug Marker, warum es Elektrosensibilität gibt. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber für die Elektrosensiblen ist für 5G eine Katastrophe, weil es wird dann kein Gebiet mehr geben, das strahlungsfrei ist. Das heißt, eine Minderheit wird Lebensräume genommen und die Humanität eines Staates zeigt sich, wie er sich zu seinen Minderheiten verhält. Und zu den Elektrosensiblen. Die Elektrosensiblen werden psychologisiert, lächerlich gemacht und ich weiß von vielen Ärzten, die behandeln, wie die eindeutig nachweisen können, was bei den Menschen in ihren Organen vor sich geht. Ich gehe jetzt drüber weg. Wir wissen den Wirkmechanismus oxidativer Zellstress, dass diese Strahlung entzündliche Veränderungen in den Zellen auswirkt. Und zwar meist nicht alleine, sondern wir sind sehr, sehr vielen Umweltgiften ausgesetzt. Industriegiften, Lösungsmittel, Weichmacher, Pestiziden in Nahrungsmitteln. Und der Wirkmechanismus, wie diese Gifte in uns Krankheiten auslösen, ist immer oxidativer Zellstress. Das ist ein grundlegender Prozess. Sie sehen hier die Monoxid, Stickstoffmonoxid, Peroxidnitrit. Das ist der Kreislauf, der zu entzündlichen Erkrankungen führt, auch beim Rauchen übrigens, auch beim Feinstaub sind die Untersuchungen oxidativer Zellstress. Und hier koppeln sich die elektromagnetischen Felder ein. Also das ist der Unterschied zur ionisierenden Strahlung, also Radioaktivität.
dass hier in den Mitochondrien ein Prozess ausgelöst wird, der zu oxidativem Zellstress führt und zu einer Absenkung vom ATP, also unserer Zellenergie. Da gibt es von Sanders extra Untersuchungen, wie die Strahlung den Energiestoffwechsel runterfährt. Ja, das beschleunige ich nur ein kleines bisschen. Ich gehe nicht darauf ein, heute über die vielen Forschungen zu Tieren. Das ist ein eigenes Forschungsfeld, auch die Uni Hohenheim forscht zum Beispiel darüber, jetzt über Bienen und Insekten. Ja, da wollte ich noch was sagen. Wir haben jetzt im Umweltministerium in Baden-Württemberg 150 Studien zu Insekten übergeben. Wir haben eine Studienrecherche machen lassen von Biologen in Fachzeitschriften, wie viele Studien liegen vor über die Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern auf Insekten. Die These ist, dass durch 5G Insekten besonders betroffen sein werden, weil die Wellenlänge, die kleine Wellenlänge eben in Resonanz mit den Körpern von Insekten ist. Da gibt es jetzt bei Nature auch schon eine Studie, die das bestätigt. Ganz erstaunlich. Und wir haben 150 Studien übergeben und haben gesagt, wir können das als Diagnosefund nicht beurteilen. Es braucht 100.000 Euro, um ein Review über die Ergebnisse von diesen Studien zu machen. Und das Umweltministerium hat zugesagt, dass es so ein Review in Auftrag gibt. Wir hoffen, dass das gemacht wird. Wenn man diese 150 Studien überfliegt, ich habe nur die Abstracts angeschaut, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich verheerend auf Insekten auswirkt. Aber man muss ein Review abwarten. Das übergehe ich jetzt. Die Gefahr ist, dass jetzt WLAN an Schulen eingeführt wird. Wir machen viel zu 5G, aber im September wird der Hauptangriff sein, dass alle Schulen mit WLAN ausgerüstet werden als Dauerstrahler. Die Schulen beantragen jetzt aus den 5 Milliarden die Ausrüstung für die Schulen. Jede Schule schreibt gerade ihre Anträge und die bauen WLAN ein, obwohl man das noch gar nicht benutzt. Also in Stuttgart ist in Gymnasien war selber schon eingebaut, weil man jetzt die Gelder bewilligt kriegt, aber sind noch gar keine Tablets da, um das zu benutzen. Und die strahlen. Und damit sind die Kinder natürlich eine dauernde Strahlenbelastung zu WLAN ausgesetzt und über WLAN muss man sagen, die Studienlage ist eindeutig. Es gibt ein Review von Wilke mit 100 Studien zu WLAN, die nachweisen, auf welche Organe WLAN sich auswirkt und schon 2014 im Springer Referenzbuch, also auf höchster Ebene von Nazi Roglu Ackmann, der Review, der schon damals nachweist, dass selbst geringe Leistungsflussdichten bei WLAN zellschädigend sind. Also schon 2014, wir haben das damals ins Kultusministerium an Stoch geschrieben und haben gesagt, Springer Referenzbuch ist höchste Ebene, wissenschaftliche Ebene, Sie müssen das diskutieren im Kultusministerium, nichts ist geschehen. Sie sehen hier, das sind die drei großen Studien, der Review von Wilke, von Paul und hier Nazi Roglu Ackmann, drei große Reviews, die eindeutig sagen, es darf kein WLAN an Schulen eingeführt werden. Führen Sie die Diskussion, die Kinder sind sonst wirklich während der ganzen Schulzeit bestrahlt. Und WLAN, aus allen Vergleichen mit GSM und UMTS, ist WLAN die aggressivere Technologie. Ich kann es Ihnen nicht erklären, warum, aber bei allen Reviews kommt, wenn Vergleichsstudien gemacht wird, kommt es dabei raus. Und die Studien sagen, es führt zu Kopfwehverschlechterung der Lernfähigkeit. Hier Beispiel, sehr schön nachzuschauen im EMF-Portal von Shahin, verschlechtertes Lern- und Erinnerungsvermögen, erhöhter Stresslevel, beeinträchtigte Plastizität und Signalwegskomponenten haben eine verringerte Expression. Also das bedeutet, das Denken wird direkt beeinflusst durch das WLAN. Wir haben schon gesehen, selbst die Telekom warnt da davor. Deswegen werden wir ab September von Diagnose Funk eine Kampagne machen, die wir gerade vorbereiten. Unsere Schule bleibt WLAN-frei. Ich übergehe schon, was ich sehe zu den Grenzwerten.
Die Grenzwerte werden immer in den Zeitungen Volt pro Meter angegeben. Da klingt es gut, 10 Volt, 20 Volt, 60 Volt ist ja pro Meter der Grenzwert. Und dann heißt es, in Ihrem Wohngebiet wird der Grenzwert unterschritten. Der Grenzwert wird immer unterschritten. Der Grenzwert stammt aus dem Militär. 1952 wurde der ungefähr eingeführt. Ist nur für eine Bestrahlung von 6 Minuten, also ist keine Dauerkomponente, nur Wärme. Das würde bedeuten, man würde im Atomkraftwerk die Strahlenbelastung mit einem Fieberthermometer messen und nicht mit einem Geigerzähler. Also die Wärme ist wirklich eine vernachlässigbare Komponente bei einem Mobilfunkmast, sondern das ist die Strahlungseinwirkung. Und der Grenzwert steht ausdrücklich drin, gilt nicht für Kinder, kranke und sensible Personen. Ist in der Protokollnotiz ausdrücklich drin. Das wird immer unterschlagen. Also der Grenzwert schützt nicht, der schützt die Mobilfunkindustrie für den Aufbau von den Masten. Deswegen hat Frankreich zum Beispiel jetzt verordnet, dass der Grenzwert auf 1 Volt pro Meter, das sind 2650 Mikrowatt, im Schnitt gesenkt werden muss. Also ist abgewichen von den Grenzwerten, die wir haben. Und Sie sehen schon den Blödsinn. Wir haben 10 Millionen Mikrowatt, um es auszudrücken in Mikrowatt. Sie sehen hier in der ehemaligen DDR galten 20.000, in Wohn- Naturschutzgebieten 10.000. Der Leitfaden Senderbau Österreich sagt, 1.000 sollen nicht überschritten werden. Und wir vom BUND sagen, wir brauchen einen einklagbaren Gefahrenabwehrstandard von 100 Mikrowatt und dort, wo sich Personen dauernd aufhalten, nur 1 Mikrowatt. Da können Sie noch gut telefonieren. Und wir haben aber Strahlungsstärken in den Wohngebieten, die weit oft über 100.000 Mikrowatt in den oberen Stockwerken sind. Das habe ich schon gesagt. Und deswegen, weil das so ist, versichert keine Versicherung. Keine Versicherung, die Mobilfunkbetreiber. Das Europaparlament sagt, die Grenzwerte taugen nichts. Die müssen korrigiert werden. Der Europarat sagt, die Grenzwerte müssen korrigiert werden. Es braucht ein Umschwenken in der Mobilfunkpolitik. So, jetzt war ich bei der Forschung und den, was politische Organisationen sagen. Sie können das alles überprüfen auf unserer Datenbank und sich rückversichern auf EMF-Portal der Bundesregierung über diese Forschungen. Und ich komme jetzt zum Schluss nochmal über das Nutzerverhalten. Da hängt natürlich auch viel mit zusammen. Die Hauptbelastung im Haushalt sind Ihre eigenen Geräte. Das ist der Router, es ist das schnurlose Decktelefon, das dauernd strahlt. Wir sind in Zukunft strahlende Zähler. Ist alles eine Summe von Strahlenbelastung. Vermeiden Sie das. Wir haben zu allen diesen Problemen Flyer herausgebracht, wo Sie auch Alternativen draus rauslesen können. Statt WLAN sollten Sie verkabeln zu Hause. Und das muss man auch in der Schule verlangen. Wir wollen, dass die Schüler medienmündig werden. Wir wollen, dass sie mit 16 mit Computern umgehen können, aber das kann man in Exzellenzräumen verkabelt sehr gut und viel besser machen. Man weiß heute, je mehr Schüler an ihrem Smartphone datteln und an ihrem Tablet, desto weniger Computerkenntnisse haben sie. Also das ist in der Forschung eindeutig, dass das so ist. Und Sie sehen hier, wie die Klassenzimmer bestrahlt werden. Hier, wenn das Smartphone im Klassenzimmer anfängt, hat man hier, und das ist hier ein normales Handy, also ein Messvergleich. Das Smartphone durch die Apps sendet und empfängt natürlich dauernd. Deswegen gibt es die Erklärung von Nicosia, von den Ärzteverbänden, kein WLAN in Schulen. Und in vielen Ländern, Frankreich, Israel, in Reykjavik, ist zum Beispiel WLAN in Schulen verboten. Nutzen Sie beim Telefonieren ein Headset. Das kann die Strahlung schon ganz schön runtersetzen. Ein Headset mit Luftübertragung ist am besten. Nutzen Sie Echo-Deck-Telefone.
Da können Sie die Strahlenbelastung auch sehr stark senken in der Wohnung, also keine Dauerstrahler mehr. Sie sehen hier, wie die Strahlenbelastung runtergeht, wenn Sie ein EcoDeck-Telefon nutzen, noch besser ist verkabelt. Weil das ist, wenn Sie telefonieren, trotzdem schädlich. Und wir fordern für die Städte, dass andere Funksysteme eingesetzt werden. Wir kommen nicht drum herum zu diskutieren, welche Alternativen gibt es. Wir sagen von Diagnose Funk, diese Mikrowellenstrahlung ist grundsätzlich gesundheitsschädlich. Da wird sich auch durch eine geringere Strahlenbelastung wenig ändern. Man weiß, dass Zellen empfindlich auch auf geringe Strahlung wirken. Lassen Sie, wenn ein Mobilfunkmast da ist oder Sender das messen, fordern Sie von der Stadt, dass die Strahlenbelastung simuliert und gemessen wird. Bisher wurde da nur betrogen. Sie sehen im Stuttgarter Westen hier unten 156 Mikrowatt auf der Straße, daran waren es nur 17, die haben sich geweigert, in den oberen Stockwerken zu messen. Dann bekam der Gemeinderat eine Entwarnung. Auf unserem Druck hin wurde dann in den oberen Stockwerken, dort wo die Hauptkeulen sind, gemessen und da kam man bis zu 500.000 Mikrowatt in den oberen Stockwerken. Und diese Simulationen, Sie sehen hier, mit diesen Simulationen können Sie optimale Standpunkte herausfinden. Sie können entweder sagen, wir wollen diesen Masten gar nicht, wenn Ihre Bürgerinitiative stark genug ist, geht es. Gibt viele Beispiele. Oder Sie sagen, wir wollen einen optimalen Standort, das kann man heute alles ausrechnen. Das müssen Sie in der Auseinandersetzung fordern. Und wir fordern ein Netz für alle Betreiber. Die Bundesregierung hat im Jahr 2000 im Miniwatt-Programm geplant, dass es nur ein Netz gibt. Also wir haben eine Autobahn für alle Automarken. Wir haben eine Gasleitung, wir haben eine Stromleitung und alle mieten sich ein. Dieses Miniwatt-Programm hat gesagt, ein Netz für alle Betreiber. Die Betreiber haben nicht mitgespielt, haben 50 Milliarden Euro UMTS-Lizenzen gezahlt und durfte jeder sein eigenes Netz bauen. Das heißt, wir werden heute ein Mehrfaches bestrahlt, nur aus Konkurrenzgründen. Technisch ist ein Netz, also Roaming, möglich. Wir fordern, dass überall Glasfaser gelegt wird. Wir haben schon 2010 von Diagnose Funk einen Glasfaserappell veröffentlicht, weil dann jeder schnelles Internet in seiner Wohnung hat und man dann auch heute mobile Funkverbindungen viel besser organisieren kann. Es wurde verschlafen, das Glasfaser. Jetzt wird es allmählich oder mit Hochdruck sogar überall gebaut, 10 Jahre zu spät. Wir fordern, dass die Außenversorgung über kleine Zellen erfolgt, die so strahlen, dass sie Wohnungen nicht durchstrahlen. Das hat St. Gallen vorgemacht. Die haben in der Innenstadt Kleinzellen aufgebaut, mussten WLAN nehmen, weil WLAN lizenzfrei ist. Eigentlich wollten sie UMTS oder LTE nehmen. Und die Plätze in St. Gallen sind durch Kleinsender befeldet und die so schwach strahlen, dass Wohnungen nicht durchstrahlt werden. Und in der Wohnung, wenn Sie in der Wohnung telefonieren wollen, können Sie über Ihren Router, entweder über WLAN oder über Femtozellen an Ihren Router anschließen, womit man Handover, wer das unbedingt will, in seiner Wohnung telefonieren. Also eine Trennung von Indoor- und Outdoor-Versorgung. Diese Trennung wollte auch die Bundesregierung im Miniwatt-Programm. Hier sehen Sie, wir waren in St. Gallen und haben das besichtigt. Das sind die kleinen Zellen in St. Gallen. Und jetzt bekommen wir die kleinen Zellen durch 5G. Aber nicht für eine Trennung von Indoor- und Outdoor-Versorgung, sondern genau um in die Häuser rein zu strahlen und das Internet der Dinge zu vernetzen. Also die wollen jetzt 800.000, sagt man gerade, aufbauen, aber wieder ohne Sicherheitsregeln. Wieder alles wird bestrahlt und diese Art von Kleinzellen muss man ablehnen, aber St. Gallen zeigt,
dass mit diesen Kleinzellen eben eine sehr gute Verbindung mehr Daten mit weniger Strahlung möglich ist, hat St. Gallen als Pilotprojekt gezeigt. Und Sie sehen, auf diesen grünen Punkt her, das ist eine Grafik von denen, wurde die Strahlenbelastung heruntergesenkt. Hier sind wir bei den Makrozellen, je nachdem, wo man daneben ist, sind wir viel, viel weiter oben. Und das Zweite, wo wir fordern, kein WLAN an Stuhlen, stattdessen Visible Light Communication. Die Telefonie über Licht ist jetzt zur Marktreife entwickelt, seit 2-3 Monaten. Das bedeutet, Licht ist auch noch eine elektromagnetische Welle, ist ein viel besserer Datenträger als die Mikrowelle. Die können jetzt schon bis zu 800 Megabit übertragen. Philips sagt, bis 2 Gigabit können sie übertragen. Und zwar Philips ist jetzt mit Signify, mit der optischen Kommunikation, auf den Markt gegangen, hat es zur Perfektion entwickelt. Sie haben also nur, Sie sehen, Sie haben nur hier einen Stick, der diese Lichtwellen empfängt. Und Sie können über das Licht, da gibt es ein extra Anschlusskabel, besser kommunizieren indoor wie mit WLAN. Schneller. Und wir gehen davon aus, dass, weil wir an Licht gewöhnt sind, also über LEDs, das höchstwahrscheinlich nicht gesundheitsschädlich ist. Wir fordern, dass dazu Begleitforschung gemacht wird. Es gibt erst eine Studie zu dem Licht, das ist mehrere Milliarden Mal getaktet. Diese Studie sagt, es ist nicht gesundheitsschädlich, aber von einer Studie können wir nicht schlussfolgern. Wir sagen, mehr Studien, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Lichttechnik nicht gesundheitsschädlich ist, ist groß. Und es hat den Vorteil für Elektrosensible. Sie wohnen in einer Wohnanlage mit 50 Partien. Da haben Sie auf Ihrem Smartphone 20, 30 WLANs in Ihrer Wohnung. Wenn überall Lichttechnologie wäre, hätten Sie gar nichts, weil Licht dringt nicht durch Wände. Also man wäre zumindest in den Wohnungen total geschützt, ebenso in Klassenräumen. Diese Lichttechnologie wurde von uns gefördert. Schon vor 5-6 Jahren haben wir die Ingenieure in den Landtag eingeladen. Also Sie sehen, man muss über Alternativen nachdenken. Denken Sie daran, die Kommune sind wir. Diese Digitalisierung baut grundlegend die Kommune um. In der Energie, in der Datenüberwachung, im Elektrosmog. Und alles geht derzeit in eine falsche Richtung. Warum? Es findet keine Bürgerdebatte statt. Die einzige Stadt, wo ich weiß, wo eine Bürgerdebatte stattfindet, ist Barcelona, allerdings nur über die Datengeschichten, also Verwaltung. Die haben gesagt, wir bauen das Netz erst auf, wenn die Bürgerbeteiligung, die 1-2 Jahre dauert, wenn die abgeschlossen ist. Wir müssen eine Bürgerbeteiligung fordern, so wie der wissenschaftliche Beirat sagt, dieser Umbruch in der Gesellschaft darf nicht ohne die Bürger stattfinden. Und Sie sehen an den Forschungsergebnissen zur Mobilfunkstrahlung, es ist in der Zwischenzeit bewiesen, dass diese Strahlung hoch zelltoxisch ist. Akzeptieren Sie also nicht diesen 5G-Ausbau. Dieser Vortrag war notwendig, denn es heißt Gesundheit first, Digitalisierung second. Und der BUND hatte schon vorausgesagt, wir haben schon 2008 dieses Papier verfasst und sagen, in der nächsten Generation wird sich diese Strahlung verheerend auswirken. Und Sie sehen das bei den Krebsstatistiken, wir haben schon Beweise über die Gesundheitsentwicklung bei Jugendlichen vorliegen. Informieren Sie sich auf unseren Homepages diagnosefunk.de, EMF-Data, und zu Erziehungsfragen haben wir Diagnose Media. Wir haben viele Flyer, wo Sie sich informieren können. Bilden Sie Netzwerke, die entstehen gerade überall, auch im Großraum Stuttgart, fast in jeder Stadt, sind gerade Gruppen. Ja, die Piraten sind nicht dabei, der Chaos Computer Club ist auch nicht dabei, die Freifunker sind auch nicht dabei. Die müssen sich endlich mit beschäftigen. Mit dem Chaos Computer Club, der macht sehr, sehr gute Sachen zum Datenschutz. Aber das Hobby Funken wird verteidigt. Bei Friday for Future habe ich auch diskutiert. Toll, was die machen. Aber sie können sich das Leben ohne das Smartphone nicht vorstellen. Das ist nachvollziehbar. Es ist nachvollziehbar, aber ein Appell, beschäftigt euch mit der Forschungslage und verteidigt nicht euer Hobby. Das ist, finde ich, sehr
entscheidend in der jetzigen Diskussion. Informieren Sie sich. In dem Sinn, vielen Dank.